Der Plastikring um den Zündschlüssel ist im Prinzip nur gedreht. Ich nehme das mal raus, das geht manchmal ein bisschen schwer. Ich zeige euch das mal. Hier sieht man es sehr schön. Das ist im Prinzip nur ein Plastikteil, was raus oder reingedreht wird. Das Teil hier ist eigentlich nur eine Luftzufuhr. Das könnt ihr abmachen oder dran lassen. Die Schrauben für das Verkleidungsteil finden wir hier, nachdem wir die Klappe geöffnet haben. Jeweils auf beiden Seiten hier. Und jetzt wird es spannend. Hier jeweils eine drin. Und hier unten ist jeweils eine drin. Jeweils auf beiden Seiten eine. Zum Lösen der Innenverkleidung muss man zumindest die beiden vorderen Schrauben lösen. Besser ist, man löst auch die hinteren beiden gleich mit. Dann hat man ein bisschen Bewegungsfreiheit. Wie wir sehen, wir haben alle Schrauben gelöst. Die Verkleidung lässt sich jetzt abziehen. Allerdings wird sie in diesem Bereich dort unten noch haken. Hier. Und zwar ist sie da so hinterlegt, dass das Plastikstückchen ein bisschen unten reinreicht. Da erfordert das ein bisschen Geschick und ein bisschen Gewalt, damit man das vernünftig rausbekommt. So, die Verkleidung ist jetzt ab. Man sieht hier sehr schön die Vertiefungen. Dort waren die Schrauben befestigt und hier auch. Die sind jeweils dafür zuständig, dass das fest drin ist. Bevor wir die Verkleidung demontieren können, müssen wir vorne den Lüftungsgitterschutz entfernen. Dazu gibt es jeweils hier und hier eine Schraube und unten jeweils eine Schraube. Die entfernen wir dann und dann können wir das problemlos abnehmen. Zum Abnehmen der Frontverkleidung löst man die zentrale Schraube in der Mitte. Dann sind ja hier an den Seiten jeweils zwei Schrauben, hier und dort. Und hier unten ist auch noch eine Schraube. Wenn man die löst, kann man die ganze Verkleidung nach vorne wegklappen. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Wir haben hier einen Kabelbinder, den wollen wir abmachen, damit wir die Kabel hier weglegen können. Jetzt gibt es einen kleinen Trick, damit wir den Kabelbinder abkriegen und nachher wieder dran machen können. Hier gibt es eine kleine Nase. Da gehen wir mit dem Taschenmesser rein und können dann den Kabelbinder abziehen, sodass wir ihn hinterher wieder verwenden können. Hier haben wir jetzt die typischen Abrissschrauben, das heißt beim Montieren reißt die Schraube dann ab. Damit wir das Schloss ausbauen können, müssen wir die Schrauben lösen. Und damit wir die Schrauben lösen können, müssen wir hier einen Schlitz reinmachen. Ich versuche das mal mit einem Dremel und einer kleinen Trennscheibe. So, macht den Schlitz schön groß und breit, damit der Schraubenzieher auch bis nach ganz unten reingeht. Und dann können wir die Schraube auch lösen. Genauso machen wir das mit der anderen Schraube und dann können wir das Lenkradschloss herausnehmen.